Ja, ich mache jetzt die Review zu Sailor Uranus von den SH Figure Arts Figuren. Und ja, wie immer machen wir erstmal so die Verpackung. Und jo, genau, also hier haben wir erstmal Uranus in der Verpackung. Sie ist super, super schön. Und ja, dann sieht man hier Sailor Uranus. Richtig, richtig toll. Hier wieder das Logo zum 20. Jubiläum. Dann steht hier Brady Guardian Sailor Uranus. SH Figure Art, natürlich von Bandai. Hier der Sticker von Bandai, Sailor Moon. Und ja, dann steht hier nochmal Sailor Uranus auf der Seite. Dann hier oben nochmal ihr Gesicht. Dann hier SH Figure Art. Dann hier ihre Silhouette, wie sie gerade ihre Attacke macht. Ja, dann hier auf der Seite. Richtig, richtig geil. Ja, und dann hier Sailor Uranus mit ihrem Schwert in der Hand. Da sieht man ein bisschen ihren Griff. Und das ist die Rückseite. SH Figure Arts. Und dann haben wir hier eben noch Sailor Uranus, wie sie sich gerade vorstellt. Und hier haben wir dann noch sie mit ihrem Schwert. Und hier die verschiedenen Gesichtsausdrücke. Und natürlich das Bonusgesicht von Sailor Moon mit den Herzchen in den Augen, wenn sie Tuxedo Mask sieht. Dreht sie ja immer so durch. Und ja, das ist Uranus in der Verpackung. Und ich packe sie jetzt mal aus. Und ja, bis gleich. So, und Uranus ist ausgepackt. Und ja, ich habe sie jetzt mal so gestellt, wie sie gerade ein bisschen so in Angriffsstellung ist. Und ja, ich zeige sie euch einfach mal. Also, hier haben wir die wundervolle Uranus. Also, sie ist wirklich ein Traum. Also, ihr Gesicht ist richtig klasse. Auch ihre Haare mega. Kann man auch ihre Tiara auf der Stirn erkennen. Ihre Schleife. Richtig, richtig schön. Und auch von den Farben her passt es wirklich ganz genau. Sogar hier an den kleinen Ohrring hier an dem Ohr haben sie gedacht. Also richtig genial. Und ja, was natürlich ganz wichtig ist bei Uranus und auch natürlich auch bei Neptun, dass die beiden kürzere Handschuhe haben. Warum auch immer. Ich habe echt keine Ahnung warum eigentlich. War aber natürlich, oder ist natürlich auch schön, dass die Mache hier von den Figuren daran gedacht haben. Finde ich richtig cool. Und ja, hier hinten auch die Haare, also wirklich genial. Und ja, auch hier ihr Schwert, ihr Talisman, also wirklich richtig, richtig schön. Richtig schöne Details. Und hier auch mit den Steinen, ne? Hier in der Klinge, also wirklich richtig genial. Von hinten schaut es übrigens so aus. Also eigentlich nicht anders. Auch der Griff hier, richtig, richtig schön. Genial. Ja, dann natürlich hier noch ihr Rock. Auch wieder so schimmernd. Farblich natürlich passend. Und auch hier hinten ihre Schleife. Echt genial. Also farblich passt es wirklich genau. Ich habe irgendwie mal gelesen, dass die Farbe von der Schleife hier von der Mitte nicht wirklich passt, weil es ist ja so mehr Türkis oder so ein komisches Grün-Türkis. Und dass es hier auf der Verpackung ist, der ja, ist die Schleife ja auch ein bisschen anders hier in der Mitte. Und ja, aber ich finde es nicht schlimm, also ich finde es passt, also ne, ich kann jetzt nicht meckern. Ja, genau, dann kommen wir natürlich noch zu ihren Schuhen. Die sind auch richtig, richtig genial. Also wie sie sein sollen. Wie sie Uranus auch hat. Und ja, natürlich ist sie wieder voll beweglich. Man kann mit ihr sämtliche Posen darstellen. Und wenn man natürlich dann noch Neptun hat, dann kann man natürlich auch noch die ganzen Posen darstellen, wenn die beiden zum Beispiel auftauchen. Oder wenn die beiden ihren Talisman kriegen. Also wie jetzt ne, hier Uranus ihr Schwert und Neptun ihren Spiegel, wie sie dann so Rücken an Rücken und die beiden Dinger hochhalten. Also die
Pose finde ich auch richtig genial. Ich weiß aber auch noch nicht wirklich, ob ich mir Neptun hole. Also, weil Neptun ist für mich irgendwie so, weiß ich nicht. Ja, dann kam sie natürlich noch mit ihrem Ständer, ne, mit ihrem Uranus-Zeichen. Und dann steht hier noch Sailor Uranus. Und ja. Genau. Ja, das war erstmal die Figur. Und jetzt kommen wir natürlich noch zu den Sachen, die dabei waren. Und zwar war einmal dabei, ich tue einfach mal jetzt hier. So. Ist alles doppelt und dreifach eingepackt. Und zwar war einmal dabei ein ernst blickendes Gesicht von Uranus. Dann ein, ja, etwas lächelndes, ein überlegendes Gesicht und natürlich hier das Bonusgesicht für Sailor Moon, das mit den Herzchen in den Äuglein. Also richtig genial. Ist ja hinten auch auf der Verpackung drauf. Na, das ist hier wie so ein extra Ding, ist ja schon dann so aus. Wenn halt der Xido Mask mal auftaucht, dann ist natürlich die Freude riesengroß bei Sailor Moon. Und natürlich hier alle verschiedenen Hände. Na, alles Mögliche. Und ja. Genau. Und natürlich, was auch richtig, richtig cool ist, sind die hier, die verschränkten Arme. Das sieht man auch hier hinten. Na? Immer wenn Uranus und Neptun sich ja vorstellen, verschränkt oder verschränkt er zumindest Uranus die Arme. Und das ist mega. Kann man auch hier auseinander machen. Der Figur dran machen und natürlich dann die zwei Teile hier zusammenstecken. Und dann schaut es wirklich so aus, als ob Uranus gerade ihre Arme verschränkt. Das ist so geil. Echt. Ich feiere das total. Und ja, mehr war eigentlich gar nicht dabei bei der Figur. Ich finde aber, das reicht auch, weil ich finde, Uranus ist wirklich eine richtig tolle Figur und ich freue mich, dass ich sie habe. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich sie mir kaufe, weil 50 Euro für eine Figur ist ja wirklich echt mega viel Geld. Ich habe ja schon für meine Saturn 45 bezahlt und das war für mich schon viel. Und aber ich musste Uranus haben und Figuria hatte sie gerade vorrätig und jetzt ist sie ja auch schon wieder ausverkauft. Und also hatte ich richtig, richtig Schwein. Und ja, angeblich soll die auch limitiert sein, weil die ja auch in diesem Karton hier, weil sie ja nochmal in so einem extra Karton war. Und, aber keine Ahnung. Ja, ich hoffe, euch hat das die Review gefallen zu Sailor Uranus. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen, wer Sailor Uranus mag. Diese Figur ist wirklich echt ein Traum. Man kann mit dieser Figur wirklich sämtliche Posen darstellen und das ist wirklich genial. Sie ist auch größer als die anderen. Also ich habe jetzt noch Hotaru und also Saturn und Sailor Moon. Und die und ja, Sailor Uranus ist natürlich größer, weil sie auch älter ist wie die anderen Senshis. Und zumindest die Inners oder auch ja, Sailor Saturn. Und ja, genau. Also ich bin mega happy, dass ich sie habe. Und ich habe schon viel Zeit mit ihr echt rumgekriegt, weil ich wirklich sämtliche Posen mal ausprobiert habe und hat wirklich echt Spaß gemacht. Und ja, genau, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Kommentieren, abonnieren, liken und wie gesagt, ich kann sie euch wirklich nur ans Herz legen. Kauft sie euch, wenn euch Uranus gefällt. Sie ist wirklich genial. Auch vom Gesicht her ist sie echt ein Traum. Und ich finde, man muss sie einfach haben. Genau, ja, das war's. Kommentieren, abonnieren, liken und